Der geschmolzene Kern unserer Erde, 4000 Kilometer unter unseren Füßen, ist so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Knapp 6000 Grad Celsius. Nur 0,1% der Wärme unserer Erde reicht aus, um den Strombedarf der Menschheit für ganze 2 Millionen Jahre lang zu stillen. Auf uns warten unvorstellbar gigantisch große Energiemengen. Doch leider sind diese sehr schwer zu erreichen. Aus diesem Grund möchten Firmen wie Quaise noch tiefer bohren, als die Menschheit jemals gelang. Und das überall auf der Welt, damit jedes Land eine saubere, sichere und unabhängige Energiegewinnung besitzt. Das tiefste Loch der Erde befindet sich aktuell noch auf der russischen Halbinsel Kola. Es ist knapp 12 Kilometer tief. Quaise hingegen plant für neue Geothermiekraftwerke Tiefen von bis zu 20 Kilometer. Konventionelle Bohrtechnik würde hier komplett versagen. Nicht nur würde der Bohrer bei solchen Tiefen aufgrund des eigenen Gewichtes brechen, auch sind nach nur 10 Kilometer Tiefe die Temperaturen schon so hoch, dass der Bohrkopf massivst beschädigt wird. Möglich werden Bohrtiefen von 20 Kilometer durch eine neue, vielversprechende, auf Plasma basierende Bohrtechnik. Das Unternehmen hat das ambitionierte Ziel, bis 2028 die ersten Kraftwerke in Betrieb zu nehmen und dazu beizutragen, dass die gesamte globale Energiegewinnung bis 2050 komplett klimaneutral wird. Doch was ist wirklich dran an dieser Technologie? Was können wir wirklich erwarten? Denn neben dem großen Potenzial von Geothermie im globalen Ausmaß gibt es auch gigantische Gefahren. Neben dem Plan, neue Erdwärmekraftwerke zu bauen, ist auch die Rede davon, konventionelle Kohlekraftwerke und andere, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, mit Erdwärme aufzurüsten. Allein in 10 Kilometer Tiefe gibt es Temperaturen von über 200 Grad Celsius. Mit 20 Kilometer Tiefe steigt die verfügbare Hitze auf ganze 500 Grad Celsius an. Diese Energiedichte reicht aus, um die meisten mit fossilen Brennstoffen befeuerten Kraftwerke mit sauberer, klimaneutraler Hitze zu versorgen. Die komplette Kraftwerkinfrastruktur könnte man also bei der Energiewende mit Geothermie weiterverwenden. Das spart Zeit, Ressourcen und vor allem Kosten. Die Bohrung dauert nur wenige Monate. Der Bau eines neuen Kraftwerkes könnte Jahre dauern. Mit der Restwärme von Energiegewinnungsprozessen könnte man die Industrie versorgen oder auch Gewächshäuser, Fischfarmen bzw. Aquakulturen und Gebäude beheizen. Ein großer Vorteil von Geothermie ist, dass sie rund um die Uhr, 7 Tage die Woche verfügbar ist. Es gibt keine wetterbedingten Schwankungen wie bei Solar- und Windkraft. Rein theoretisch ist also Geothermie absolut grundlastfähig. Doch nötig ist für die Bohrung der leistungsfähigste Mikrowellenoszillator der Welt. Die Rede ist vom sogenannten Gyrotron. Ein Gyrotron besteht aus einer Vakuumröhre, die Lichtstrahlen im Millimeterwellenbereich aussendet. Diese werden von Elektronen in einem starken Magnetfeld angetrieben. Eingesetzt wird das Konzept auch in Kernfusionsreaktoren zur Mikrowellenheizung von Plasmen. Allerdings taugt das Gerät an sich auch zur Bohrung durch festes Gestein. Ein Gyrotron-Bohrkopf berührt das Gestein nicht, sondern lässt es durch die ungeheuren Energiemengen zerfallen. So gesehen lasert man sich durch den Stein. Dass das Konzept mehr als nur Science-Fiction ist, beweist schon jetzt Plasmabit. Das Unternehmen kann überall auf der Welt Tiefen von bis zu 10 Kilometern erreichen. Mit steigender Tiefe wachsen die Kosten für die Bohrung normalerweise exponentiell an. Der Aufwand wird mit jedem Kilometer Tiefe immer größer und größer und dadurch kostspieliger. Mit dem patentierten Konzept von Plasmabit ist das nicht der Fall. Die Kosten bleiben linear. Das Konzept ist also praxistauglich. Auch im großen Stil. Doch was ist mit den riesigen Gefahren durch Geothermiekraftwerke? Die Risikobewertung des Umweltministeriums ist Geothermie als Energiegewinnungsmethode gegenüber äußerst optimistisch und befindet das Risiko als gering und nur örtlich gegeben. Doch problematisch an dieser Einordnung ist, dass hier noch nicht Bohrtiefen von bis zu 20 Kilometer betrachtet wurden und man auch noch nicht die Planungen in der Größenordnung wie Quaise andenkt in die Bewertung mit einbezog. Tatsächlich könnte Geothermie nämlich das Erdbebenrisiko drastisch erhöhen. So haben Geothermiekraftwerke in Deutschland, aber auch Neuseeland zu einer messbaren Bewegung der Erdoberfläche beigetragen. Wie hoch das Risiko für Erdbeben wirklich ausfällt, lässt sich allerdings kaum sagen. Das Erdinnere ist ein sogenanntes chaotisches System, das sich nur wirklich schwer mathematisch beschreiben lässt. Das ist auch der Grund, warum wir Vulkanausbrüche und Erdbeben kaum vorhersagen können. Wie gefährlich also Geothermie wirklich ist, wissen wir erst, wenn wir sie im großen Stil ausprobiert haben. Eine ernüchternde Prognose. Auch ist unklar, ob das Gesamtkonzept der globalen Geothermie-Energieversorgung, wie Quaise beispielsweise andenkt, wirklich reibungslos aufgeht.
Die Theorie ist großartig, doch einen praktischen Versuch gab es noch nicht. Investoren glauben jedenfalls an das Konzept und befeuerten es mit insgesamt 40 Millionen US-Dollar. Ob das Geld gut angelegt ist, wird sich zeigen. Ich persönlich finde das Konzept jedenfalls unglaublich spannend. Ich halte aber auch andere Energiegewinnungskonzepte für äußerst vielversprechend. Vor kurzer Zeit ging der größte Solarturm der Welt ans Netz. Er liefert genug Strom, um hunderttausende Menschen zu versorgen. Solarzellen werden hierfür aber keine benötigt. Dieses Konzept funktioniert anders. Wie genau? Das erfährst du im angezeigten Video. Klicke gerne darauf, um mehr über die Technologie zu erfahren. Abonniere außerdem gerne meinen Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.